Kärcher. Peter Kim. Ja. Eingefleischter RWE-Fan seit vielen Jahren aus dem Fränkischen, aus Erlenbach. Julian, wir haben eine seltsame Saison erlebt im Profifußball beim RWE. So sehr, wie wir uns drauf gefreut haben, so sehr sind wir enttäuscht worden in dieser Saison. Zumindest was die spielerische, teilweise taktische und am Ende sogar kämpferische Leistung der Mannschaft betrifft. Große Enttäuschung, kleine Freude, trotz allem über den Klassenerhalt. Wie hast du die Saison denn so emotional erlebt? Ja, emotional trifft es ganz gut. Wir haben beschissenen Start gehabt, aber haben uns dann gefangen. Es war okay, also bis zur Winterpause hat man ja, war man ja ganz gut dabei. Und dann durch eine sehr defensive Taktik. Richtig, ja. Also wir hatten hinten dicht gemacht und dann haben wir versucht, irgendwie da durchzukommen. Das hat ganz gut funktioniert. Und dann habe ich, trotz dass dann schon viele Kritik am Trainer aufkam, habe ich gesagt, Mensch, lasst uns doch mal warten. Was passiert in der Winterpause? Legen wir personell nach? Und vor allem, wie nutzt der Trainer die Winterpause, um die Mannschaft einzustellen und taktisch was zu verändern? Ja, vor allen Dingen offensiv. Da, ja, genau. Weil da ging ja nur was über die Fehler der anderen Mannschaften. Ne? Genau so ist es. Also das wurde dann auch immer deutlicher nach der Winterpause. Ja. Also wir haben eigentlich nur Tore aus Fehlern der anderen gemacht oder aus Standards. Und die Standards waren noch nicht mal gut. Also Wenn man jetzt sagen würde, okay, die haben Standards trainiert und waren einfach sehr gefährlich auf Standards, kann man machen, war aber auch nicht so. Also es war wirklich sehr viel Glück und Zufall dabei in unserem Spiel. Ja, und dann haben wir bis zum Schluss zittern müssen. Ne? Und jetzt ist die Erleichterung groß, aber Freude empfinde ich dabei leider nicht. Ich hoffe, dass das jetzt nicht so vermessen klingt, weil wir sind Aufsteiger. Wir müssen ja auch ein bisschen die Erwartungshaltung ein bisschen dämpfen. Aber aber wir werden sicherlich nicht emotional und teilweise auch intellektuell nicht so enttäuscht, wenn RWE auch nur mit Mühe und Not, wie jetzt am Ende, nur mit Hilfe von anderen, aber ich bin auch noch, wenn wir das genau sehen wollen, die Klasse gehalten hätte, sondern wenn sie auch Fußball gespielt hätten und die kämpferische Leistung, dann würden wir jubeln und würden uns freuen. Ja. Aber so wie das ganze Ding gelaufen ist, vor allem spielerisch in der Rückrunde, war für mich RWE spielerisch die schwächste Mannschaft in der gesamten dritten Liga. Und taktisch konnte ich nicht mehr mithalten mit dem Trainer, aber ich hatte ja damals schon mit meiner Essener Schnauze, die du ja nicht hast, schon ganz offen gesagt, schon nach einigen Spielen zu Beginn der Saison, dass ich diesen Trainer weder fachlich noch intellektuell nach seinen eigenen Aussagen und Interviews, die ich verfolgt hatte, für geeignet hatte, im Profifußball zu arbeiten. Ich fühle mich immer noch bestätigt, leider. Ich hätte mir gewünscht, er überzeugt mich von etwas anderem, aber eigentlich hat er mich bis zum Ende bestätigt. Aber das ist meine persönliche Geschichte. Ich kenne den Trainer persönlich nicht. Es war nur meine Wahrnehmung und das, was ich beobachtet hatte und wahrgenommen hatte, wie er auftritt und wie die Mannschaft aufgetreten ist. Er wird bleiben. Was mich persönlich immer noch überrascht, auch ein bisschen fassungslos macht. Und wir werden mit ihm also wohl in die neue Saison gehen. Was erwartest du jetzt als RWE-Fan, als Mensch, als Papa als Fußballfan an allererster Stelle denn jetzt von der neuen Saison beim RWE? Naja, also als allererstes muss ich nochmal, zum Zeitpunkt der Aufnahme dieses Videos ist noch nicht sicher, dass er nächste Saison auch der Trainer ist. Es zeichnet sich zwar ab, aber ich glaube, dass noch ein großer Brocken dran hängt, ob wir das Pokalfinale erfolgreich gestalten können. Wenn der das irgendwie wuppt, also wenn wir mit dem Trainer, trotz des Trainers, ich bin ja weitgehend bei deiner Einschätzung dabei, wenn er das irgendwie wuppt, dass wir das Pokalfinale schaffen, oder wenn Oberhausen noch schlechter ist als wir aktuell, dann kann ich mir gut vorstellen, dass er bleibt. Ich sehe aber auch noch eine Chance, dass sie sich dazu entscheiden, den Trainer noch den Laufpass zu geben. Aber wir werden sehen. Hältst du das eigentlich für notwendig? Den Trainer zu entlassen? Ja. Ich bin ja auch nur ein Fan und habe nur meine Meinung, was ich da sehe.
Ich sehe jetzt seit einem halben Jahr eine stetige Entwicklung, aber die geht ins Negative, also nach unten. Deswegen sehe ich da keine Zukunft. Er hatte alle Möglichkeiten, er hatte lange, lange, lange Zeit für rot-weiße Verhältnisse extrem Ruhe. Er konnte wirklich arbeiten, ohne großartig sich was anhören zu müssen, obwohl die Spiele schon richtig schlecht waren. Also wenn er unter den Voraussetzungen es nicht schafft, dann fehlt mir einfach die Fantasie, was da jetzt in der Sommerpause passieren soll. Ja. Zumal die auch nicht viel länger ist als die Winterpause in diesem Jahr. Und die hat er auch nicht genutzt. Also ich würde, wenn ich die Verantwortung tragen würde, würde ich da eine andere Entscheidung treffen. Aber es ging ja um meine Erwartungshaltung. Ja, ich würde mich freuen, wenn wir uns sportlich verstärken können in der Winterpause, in der Sommerpause natürlich in dem Fall. Und wenn wir dann im nächsten Jahr etwas sicherer dastehen, etwas weiter oben in der Tabelle, nicht ganz so viele Abstiegssorgen haben müssen, das würde mir schon absolut reichen und würde mich freuen, wenn wir die Klasse halten können. Ja. Ich habe tatsächlich nicht mehr Erwartungshaltung. Okay. Also ich habe zumindest die Erwartungshaltung, egal mit welchem Trainer und mit welchem Team, dass Fußball gespielt wird in der neuen Saison. Ja, da bin ich noch nicht einmal so vermessen, das zu fordern. Ja. Stichwort Simon Engelmann, den ich hier mal ganz persönlich, ganz herzlich grüßen möchte, wo ich es bedauere, dass er keinen neuen Vertrag beim RWE bekommt, obwohl er gern noch geblieben wäre. Für mich ein bodenständiger, sympathischer und professionell eingestellter Spieler, der sehr bescheiden nach außen agiert und den RWE als Sympathieträger, vor allen Dingen in der Außendarstellung, sehr gut stand. Dafür würde ich ihm einen langfristigen Posten beim RWE einfach anbieten. Alleine schon dafür. Bedauerst du, dass er geht? Ja. Ja. Und dem ist auch wieder mal nichts hinzuzufügen. Er ist einfach ein Top-Mensch gewesen, Spieler gewesen, hat natürlich seine Defizite. Bei uns ist das gewesen. Jetzt ist er wieder zurück nach Rödinghausen dann bald. Kann uns vielleicht noch den Pokalsieg schenken, wer weiß. Ja. Den Aufstieg oder den Nichtabstieg hat er uns ja auch geschenkt. Ja. Und er hat uns den Aufstieg geschenkt, also mit seinen unfassbar vielen Toren und seiner, mit allen Attributen, die du genannt hast. Wird für mich die Legende sein meiner Generation, die vielleicht für euch mal Willy Lippens war, weil er eben, auch wenn es nur eine ganz kurze Zeit beim RWE war, echt Großes geleistet hat und das eben mit dieser Attitüde, mit dieser profihaften Einstellung, mit der grundsympathischen Art, der wird uns sehr fehlen. Also Simon, du hörst, hier sitzen zwei, die mindestens ebenso traurig sind wie du, dass du RWE verlassen wirst, du gehst zurück nach Rödinghausen, da wünschen wir dir alles Gute und weiterhin viel Erfolg für dich und für deine Familie. Und vielleicht sieht man sich ja mal irgendwann bei besonderen Spielen, falls RWE dem Profifußball erhalten bleibt, mal auf einer RWE-Tribüne. In diesem Sinne, Simon, ganz aufrichtigen und herzlichen Dank, dass du beim RWE gespielt hast und für das, was du geleistet hast. Vom Julian, von mir und natürlich auch vom Dominik, der heute nicht da ist, weil er jetzt in Essen lebt, der Glückliche. Also wir gehen trotz allem fast erwartungsfrei in die neue Saison und hoffen einfach, dass sich beim RWE was tut. Wir haben erfahren, dass RWE sich professioneller aufstellen möchte. Und gleichzeitig aber auch erfahren, dass das mit den gleichen Leuten passieren soll, die seit den letzten Monaten auch schon sehr professionell gearbeitet haben. Was sagst du dazu? Naja gut, wir haben ja zumindest im sportlichen Bereich eine andere Entscheidung getroffen. Da bin ich gespannt, welche Handschrift der neue sportliche Leiter ist. Es ja nicht der sportliche Leiter, ist ja der Ex-Leiter vom Jugendzentrum, wenn ich nicht alles richtig im Kopf habe. Ja. Aber was der Neuzugang von Viktoria Köln uns da an Handschrift bringt, da bin ich sehr gespannt, vor allem was die Spielerverpflichtung angeht. Das wird ja schon der erste Fingerzeig in diese Richtung sein. Ja, der erste Fingerzeig war ja schon die Nichtverlängerung von einigen Spielern. Auch, ja. Das war ein klarer Fingerzeig und kann man nachvollziehen.
was die spielerische Seite betrifft, wenn man sich spielerisch entwickelt, dann sind diese Nichtverlängerungen nachvollziehbar. Mentalitätsmäßig für mich nicht verglichen mit dem, was da noch bleibt beim RWE, was noch Vertrag hat und bleiben darf. Ja. Da bin ich dann ein bisschen, wieso darf der bleiben? Die kriegen keine Vertragsverlängerung. Bei manchen ja. Ist es vielleicht auch der Grund, weil der Vertrag einfach nicht ausläuft gerade. Genau, ne? Und ja. Trotzdem, trotz allem, jemanden, der Stamm gespielt hat dieses Jahr und wirklich nicht schlecht gespielt hat, Herzenbruch hätte ich behalten. Ja. Das ist das einzige Statement. Alle anderen Entscheidungen kann ich wirklich nachvollziehen. Engelmann, klar, haben wir ja schon drüber geredet. Alle anderen Entscheidungen kann ich nachvollziehen, denn wir müssen was tun. Ja. Und dann muss man sich auch von dem einen oder anderen geliebten Spieler verabschieden. Kefkir mag ich auch total gern, super Typ. Aber ich glaube, langfristig, wenn man sich sportlich verbessern will, ist das vielleicht auch die richtige Entscheidung, ihn nicht zu verlängern. Wer ist denn für dich in der neuen Saison in der Verantwortung? Trainer, Mannschaft, Vorstand? Ich glaube, wir alle. Auch die Fans müssen wieder vielleicht ein bisschen mehr Gas geben. Ich finde, dass dieses Jahr, klar, es war jetzt auch sportlich nicht so unfassbar gutes Jahr, deswegen war vielleicht die Stimmung auch nicht so gut, aber ich glaube, da wäre mehr gegangen. Ja, ich glaube, bei den Heimspielen wäre stimmungstechnisch mehr gegangen. Auswärts fand ich es toll. Absolut. Ich war in Mannheim, ich war in Wiesbaden dabei, das war eine Top-Leistung. Auswärts brauchen. Ich war in Bayreuth dabei. Ja, da konnte ich leider nicht, da war ich privat verhindert. Leider, da könnten wir mehr tun, also von den Fans her. Und die Vereinsführung ist jetzt natürlich in allererster Linie in der Pflicht. Trainer, weiß ich nicht, was ich da erwarten kann von unserem jetzigen Trainer. Wenn er bleibt, dann er ist in der Pflicht, aber wie lange, fragt sich dann. Ja, vor allen Dingen. Und aber auch die Mannschaft, die geblieben ist. Ja. Die Einstellung in den letzten Spielen, die ließ zu wünschen übrig. Die müssen auch nochmal, aber jetzt auch im Saisonendspurt, es ist jetzt immerhin noch ein Heimspiel gegen Verl, das sollte man nicht abschenken, weil die Spannung muss hochgehalten werden, weil das Finale im Pokal ist extrem wichtig für uns, finanziell und eine Riesenchance, hat man damals gesehen in der Viertelfinalsaison im Pokal. Mal schauen, es wird spannend wieder mal, wie es halt immer beim RWE ist. Wollte ich gerade sagen, RWE ist, bleibt und wird immer eine Wundertüte sein. Und manchmal mit tollen Inhalten und manchmal eben auch mit weniger tollen Inhalten. Aber nichtsdestotrotz sind wir RWE-Fans. Und in diesem Sinne nur der RWE. Nur der RWE. Dank dir. Gerne.